Wie du am Ende des Jahres nochmal ordentlich Gewinne mitnehmen kannst und deinen Steuerfreibetrag ausnutzt, das erkläre ich dir in diesem Video. Hi, hier ist wieder Kai, dein Geldkater. Wie immer erfährst du hier, wie man ein sechsstelliges Depot mit einem ETF aufbauen kann. Ich hoffe, du hast schöne Weihnachtstage verbracht und wir wollen die nächste Woche auch wieder komplett durchstarten. Diesmal geht es um das Thema Steuern. Man möchte natürlich so viele Gewinne wie möglich steuerfrei mitnehmen. Und wie ich das mache, das erfährst du kurz und knackig in diesem Video. Starten wir also einfach mal direkt durch. So, liebe Freunde, das sind jetzt natürlich ganz viele Zahlen, aber keine Angst. Ich werde euch einen Link von Finanzfluss mit reinsetzen und da könnt ihr schauen, woher ich diese ganzen Zahlen und die Formel her habe. Das ist keine große Raketenwissenschaft, aber man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen. Und da ich davon ausgehe, dass du kein Geld verschenken möchtest, wirst du dich mit Sicherheit damit befassen. Als verheiratetes Ehepaar hat man ja 1602 Euro Steuerfreibetrag. Und wie du siehst, habe ich schon ein bisschen davon genutzt für einige Aktienverkäufe, so dass ich jetzt noch 921 Euro für das restliche Jahr übrig habe. Die möchte ich aber natürlich möglichst voll ausnutzen, wobei ich jetzt nicht auf den Cent oder Euro genau rechnen werde. Nun habe ich einen 100%igen Aktien-ETF, der thesaurierend ist. In dem Fall habe ich es so bei Finanzfluss verstanden, dass da von den Gewinnen, die ich realisieren werde, 30% normal freigestellt werden. Das heißt, 70% gehen in diese Berechnung mit rein und die setze ich gleich mit den 921 Euro, die ich noch als Steuerfreibetrag verfügbar habe. Für mich ist das die erste größere Gewinnrealisierung mit diesem ETF. Also hoffe ich, dass du auch mit meinen Erfahrungswerten etwas für deine Investmententscheidung und dein ETF mitnehmen kannst. Da jetzt 921 Euro den 70% entspricht, wären 100% Gewinnrealisierung, also die 1315 Euro. Als nächstes kommt natürlich die Frage, wie viel Gewinn habe ich mit den allerersten Anteilen gemacht? Denn das Prinzip beim ETF-Verkauf ist immer first in, first out. Das heißt also, die allerersten Aktien, die ich gekauft habe, werden auch als erstes verkauft. Ich habe mir jetzt einen fiktiven Verkaufskurs genommen und die Differenz zum Kaufkurs wird dann mein entsprechender Gewinn pro Anteil sein. Als nächstes nehme ich den maximal möglichen steuerfreien Gewinn für mich dieses Jahr und teile das durch den Gewinn pro Anteil. Und so bekomme ich dann die Anteile raus, die ich dann verkaufen würde. Und da ich nur ganze ETF-Anteile verkaufen werde, runde ich das Ganze auf 6 ETF-Anteile ab und somit kann ich dann einen kompletten Gewinn von 1255 Euro und ein paar zerquetschte realisieren. Von meinem maximal möglichen steuerfreien Gewinn bleiben natürlich noch rund 60 Euro übrig. Aber das nehme ich einfach so hin, denn ich nehme den größten möglichen Betrag für mich einfach mit und ja, ein bisschen Schwund ist halt immer. Da muss ich jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein. So, das Ganze setze ich jetzt als Beispiel in mein Depot um, gehe auf Verkauf und dann gebe ich als Stück 6 an, die ich dann verkaufen möchte. Nehme als Ausführungsplatz die Cetra und setze eine Limit oder einen Limitverkauf. Das wäre dann der Kurs von 586 Euro und ein paar zerquetschte. Den Verkauf möchte ich natürlich bis zum Monatsende durchführen. Und wenn bis zum Monatsende sich aber was grundsätzlich am Kurs ändert, werde ich das Ganze nochmal anpassen. Ich gebe dann meine TAN ein, um das Ganze zu bestätigen. Und dann sieht man hier auch schon die komplette Übersicht mit dem geschätzten Ordervolumen und was ich bis jetzt als Freistellungsauftrag oder Freistellungsbetrag genutzt habe und noch zur Verfügung habe. Zum Schluss nochmal ein kurzes Depot-Update. Die Börsenwoche ging ja nur bis zum 23.12. Bis dahin hatte ich einen neuen Depot-Höchststand erreicht und dann kamen ja die Feiertage, wo die Börsen geschlossen waren. Anfang nächster Woche können die Kurse schon wieder runtergehen. Ich schaue mal, vielleicht muss ich dann entsprechend meinen Verkaufspreis wieder anpassen. Und ja, ich denke mal, dann bin ich gespannt,
was dabei rauskommt, was für ein Gewinn ich tatsächlich mitnehmen kann. Und ich mache dann Anfang Januar wieder ein Depot-Update, wenn das Ganze feststeht und ich den Betrag auch wieder am 5.1. reinvestiert habe. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen und entsprechend in fette, steuerfreie Gewinne umsetzen. Wie genau meine Berechnung sein wird, das erfahren wir leider erst im nächsten Jahr, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es dann wieder ein neues und transparentes Video von mir geben wird. Also freue ich mich, wenn du mir ein Like hinterlässt, ein Abo und wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr wiedersehen, dann komm natürlich gut ins neue Jahr. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Und dann für uns ein noch besseres Jahr 2021 mit fetter Rendite. Also, bis dahin, alles Gute, dein Kai.